Yo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Four Seasons. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute. Die letzte liegt nicht lange zurück und zwar gestern Abend, denn ich will jetzt unbedingt los den Schatz finden. Ich bin echt gespannt, ich habe noch nie eine Schatzsuche in Minecraft gemacht und ich hoffe so sehr, dass ich was Brauchbares finden werde. Ja, ganz ehrlich Leute, das ist alles, was mir jetzt noch helfen könnte. Ich brauche unbedingt Diamanten. Und ich brauche Kürbiskerne und ich hoffe, dass wir eine Sache davon zumindest im Schatz finden. Ah, ja, da bin ich schon wieder. Schön. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz meine ganzen Sachen, die ich mir besorgt habe auf dem Weg, die muss ich erstmal loswerden. Das heißt, ich brauche schon wieder neue Kisten. Das hier ist unsere Kiste fürs Haus. Hier, das kann ich mal eben nehmen. Und dann, ah ne, das ist eins zu wenig. Och nee, habe ich hier noch... Habe ich hier noch anderes Holz? Ich könnte welches machen, aber ich habe doch sicherlich irgendwo noch Holz, oder? Nee, habe ich nicht. Hier habe ich 4. Ich kann hier schon mal ein paar Sachen reintun. Ah, guck mal, hier habe ich doch Holz. Ich Idiot. So, huch. So, dann machen wir mal 2 Kisten. Und die platziere ich hier. Und da kommt jetzt einfach mal noch all der ganze Kram rein, den ich hier habe. So. Bam, 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 bam. Und hier haben wir die Schatzkarte. Jetzt brauche ich eigentlich nur Essen. Ich brauche nur was zu essen. Hier habe ich 4 Brote. Naja, das wird leider nicht reichen. Hieraus können wir nochmal 3 machen. Das war nix. So, ich bin gerade erst aufgestanden, das heißt, die Finger sind noch nicht ganz so flink. Hier hätte ich auch noch 7 davon. Die nehme ich dann auch nochmal mit. Und dann kann ich eigentlich die Schatzsuche starten, oder? Gibt es noch irgendwas, was ich mitnehmen sollte? Nee, eigentlich können wir alles hier finden. Ach ja, die schöne Zelda-Musik. Ich kann mir direkt erstmal ein Brot reinpfeifen. Wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke, bin ich völlig falsch. Ich muss nämlich wieder zu unserem Schiffswrack quasi. Das bedeutet, das Ganze war hier oben, ne? Crack Island vorbei. Erstmal die Map hier laden lassen. So, das war hier. Das heißt, wir gehen mal zu unserem Haus. Oh, und jetzt bin ich schon gar nicht mehr weit davon entfernt. Warte mal. Wir sind fast schon da. Die Map baut sich jetzt hier auf. Ich müsste eigentlich so rein von der Logik her, müsste es so hier diese Richtung sein, oder? Bitte lass den Schatz jetzt aber nicht der Tempel sein, den wir gefunden haben. Oh mein Gott, wäre das bitter. Warte mal, ich muss mich mal kurz orientieren. Hier ist das Schiff. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach da. Ich gehe mal erstmal nochmal in die Richtung, sodass wir auf der Map auftauchen. Okay, ich bin mal echt gespannt, was hier auf uns wartet. Ich hoffe nicht irgendwie jetzt... hier ist auch die Mine irgendwo gewesen, ne? Die ich in der letzten Folge entdeckt habe. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie hier der Bait ist und wir finden am Ende einfach gar nichts. Oder wir finden einfach wirklich den Tempel und der Tempel ist der Schatz. Das wäre natürlich echt erniedrigend. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt bin ich schon falsch. Ich muss also quasi in die Richtung. Ah, Hilfe. Ich muss mehr in die Richtung, oder? Warte mal, wir sehen das ja da. Das ist, da ist der Fluss. Muss hier eigentlich irgendwo sein, weil es muss ja am Wasser sein. Weil ist es der Fluss hier hoch? Es ist der große Fluss, der ins Wasser dingst. Das heißt, es ist hier irgendwo. Warte mal, hier geht der Fluss ins Wasser. Und dann ist es aber auf dieser Seite hier. Also würde ich sagen, es muss doch so hier irgendwo sein. Ja, genau. Jetzt bewege ich mich schon mal in die richtige Richtung. Muss hier irgendwo sein.
oder? Bin ich blöd? Das muss doch eigentlich... Ja, wir sind fast da. Wir sind fast auf dem Kreuz. Okay. Das heißt, hier muss irgendwo der Schatz sein. Ich hoffe nicht hier. Hier habe ich mich mal runtergebaut, glaube ich. Okay, Moment mal. Hopp. Und hopp. Erstmal wieder hier raus. Jetzt muss ich die Lage nochmal genau checken. Also das kann nicht weit von hier sein. Ich weiß halt auch nicht, wonach ich suche. Ich suche wahrscheinlich nicht einfach nur nach einer Kiste, sondern... Wartet mal. Ne, ich muss zum Wasser hin. Ich muss wieder mehr in die Richtung hier. Gerade eben war ich doch auf dem Kreuz... Ist jetzt nicht schon wieder passiert. Gerade eben war ich doch auf dem Kreuz drauf. So, wenn ich jetzt gucke, bin ich fast auf dem Kreuz. Das heißt, jetzt bin ich noch näher am Kreuz. Und jetzt bin ich am Kreuz weg. Nee, das ist aber auch falsch, oder? Das ist so belastend, dass das so knapp da oben ist. In die Richtung entferne ich mich, glaube ich, oder? Entferne ich mich, wenn ich in die Richtung laufe, oder komme ich dem Ganzen so näher? Ich glaube, ich entferne mich. Ich muss wieder in die Richtung. Es muss hier eigentlich irgendwo sein. So, wenn wir jetzt gucken... Bin ich nicht perfekt drauf. Rezept, das neues Rezept verfügbar. Hey, das ist schwieriger als ich dachte. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit vom Fluss weg. So, nee. So. Hier. Das ist perfekt. Und dann näher zum Wasser hin. Also runter vom Wasser quasi. Das heißt nach unten. Das heißt für mich nach da. Oder? Junge, das ist gar nicht so einfach. Oder ist das einfach total der Bait? Hä, aber es muss... Es muss hier eigentlich irgendwo sein. Die Frage ist halt auch, was muss ich machen? Muss ich graben? Ich bin nicht exakt da, wo ich hin muss. Ich war aber vorhin mal kurz viel näher an der Stelle. Da war ich fast auf dem X. Nee. Oh mein Gott. Moin. Explodiere ich mal. Wo kommt der überhaupt her? Der soll ruhig mal explodieren, weil vielleicht setzt er irgendwas frei. Nee. So, was ist das? Oder ist es unter der Erde? Jetzt bin ich wieder total weit davon weg. Jetzt komme ich wieder in... Au. Jetzt näher ich mich dem Ganzen. Jetzt bin ich zu weit rechts. Ich muss mal nach hier. Die Frage ist halt auch, wie genau ist der Spaß? So, wenn ich jetzt nochmal gucke. Hä? So, und in welche Richtung jetzt? In die Richtung? Ja. Jetzt bin ich genau drauf. Soll ich jetzt also hier graben oder was? Ich habe das Gefühl, ich werde komplett
veräppelt. Oder ich kenne mich zu wenig mit dem Spiel aus. Ich hab's gefunden. Oh mein Gott. Wie cool. Keine Diamanten, aber was ist das? Herz des Meeres. Smaragde. Gebratener Fisch. Bisschen TNT. Trank der Unterwasseratmung. Wild. Tja. Cool, aber trotzdem leider nicht. Leider nicht das, was ich mir erhofft hatte. Naja, egal. Aber ey, ich habe den Schatz gefunden. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht. Ich mache einfach mal hier. Keiner gesehen, dass ich jemals hier gegraben habe. So, jetzt muss ich kurz zum Haus. Das ist hier. Das heißt, ich muss so in die Richtung. Cool. Haben wir den Schatz doch gefunden. Nice. Kannst du mal sehen. Okay, aber für die Zukunft weiß ich, wie es funktioniert. Huch. Und ich frage mich, was dieser Schatz des Meeres ist oder wie das gerade hieß. Das werden wir sicherlich herausfinden, wenn ich mir das in Ruhe angeguckt habe. Jetzt will ich erstmal nach Hause zurück. Und dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als eine kleine einen kleinen Höhlenerkundungsausflug zu machen. So, wir sind ja noch sehr weit von zu Hause weg. So. Ab in die Haia. Und dann gleich erstmal gucken, was ich da gefunden habe. So. Erstmal alles hier rein. Was ich jetzt nicht brauche. So. Und dann gucken wir. Herz des Meeres. Was ist das? Ich will das, habe Angst, das zu benutzen. Was ist das Herz des Meeres? Es ist einfach ein Objekt von Wert, aber wenn ich das hier eingebe, da ist es. Aber was ist das? Akquisator kann ich machen, indem ich Nautilus-Schalen. Und was kann das Ding dann? Da. Werden wir wohl so schnell nicht herausfinden. Tja, jetzt ist die Frage, was mache ich? Eigentlich müsste ich mir hier 64 Bruchsteine nehmen. Das auf jeden Fall hier rein. Mehr Essen. Wo hab ich's hin? Ich muss auch mal die Felder gerade vergrößern. Ich habe hier noch zwei davon. Ich habe Melonsamen. Ich habe Weizen. Wir können so viel Weizen anbauen eigentlich. Davon habe ich so viel. Den ganzen 64er Stack noch irgendwo. Kakaobohnen kann man auch anpflanzen. Dafür braucht man Tropenholz. Habe ich das? Oder braucht man dafür überhaupt Tropenholz? Da geht es auch an normalem Holz. So, hier sind noch zwei Melonenkerne. Ist noch zweimal Weizen. Hatte ich noch eine Kartoffel irgendwo? Scheinbar nicht. Nee, hier sind noch vier Möhren. Genau, die wollten wir anpflanzen. Das kann ich gerade mal machen. Dann mache ich mal hier. So. Das reicht. So viel braucht man davon nicht. Dann würde ich kurz einmal alles hier wegmachen. Um dann das zu trennen, dann machen wir nämlich hier, machen wir mal nur Kartoffeln. Dann machen wir hier noch eins. Das müsste die richtige Größe sein. So, dann brauche ich nur noch mal Wasser. Habe ich in den Wassereimer hingetan. Hier, da brauche ich zwei davon. Ja, das macht ja nichts, wir haben ja hier eine unendliche Quelle. So, dann haben wir jetzt hier noch eine. Dann brauche ich kurz meine Hacke, die ich hoffentlich noch irgendwo besitze. Boah, die hatte ich lange nicht mehr in den Fingern. Hier ist sie. So. Feldarbeit ist ja auch wichtig, ne? So, hier kommen jetzt die Möhrchen hin. Von denen haben wir schon genug, um einmal voll zu machen. So.
Dann setze ich wieder 1, 2, 3, 4. So. Hätte ich den Eimer auch noch kurz behalten können. Dann machen wir das Ganze nochmal. Zack. Zack. Den nehmen wir mit. Und dann machen wir hier. Machen wir die. Machen wir erst Weizen. Genau. Weizen. Oh mein Gott, was habe ich denn gemacht, ich Idiot? Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe Weg gemacht. Ich wollte doch Feld machen. So. Zack. Jetzt habe ich die Dinger weggepackt. Egal, hier ist eh kein Platz mehr. Dann machen wir das mit den Melonen irgendwie anders. Will ich für die Melonen vielleicht. Wie mache ich denn das mal? Für die Melonen. So. Zack. Und dann so. Dann habe ich auch genau 3, das passt doch. Dann können die da wachsen. So. Dann packen wir das mal weg. Dann gucken wir mal, was wir für die Höhlen brauchen. Die Kakaobohnen, das lasse ich jetzt erstmal. Ja, dann nehme ich gerade mal. Dann kann ich hier vorne noch ein bisschen anbauen. Dann sieht das auch schöner aus. Tja. Das war nix. Dann machen wir erstmal so. Wobei, hier hätte ich gerne noch einen gehabt. Naja, ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig wäre es jetzt zu überlegen, wie ich so schnell wie möglich an Diamanten rankomme, denn wir kommen nicht drum rum, uns Diamanten zu besorgen. Natürlich das Schweinefleisch noch mitnehmen, denn wir brauchen viel zu essen. Die 64 Melonen auch, damit wir immer was zu essen haben im Zweifelsfall. Goldäpfel brauchen wir eigentlich nicht. 4 Obsidian haben wir schon. Wir brauchen 3 Diamanten. Wir brauchen 3 Diamanten. Eigentlich ja, würde ich ja zur Mine gehen, ne? Aber noch Fackeln. Ich würde sagen, wir gehen zur Mine, die ich gefunden habe. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, Fackeln kann ich auch nochmal welche herstellen. Römerstöcke, ja, hier habe ich noch 7 Stöcke und 11 Kohle, einwandfrei. So, 30 Fackeln, das sollte reichen. So, ich nehme trotzdem sicherheitsweise, die nehme ich nicht mit, von allem nochmal ein Ersatzteil mit. So, das heißt, wir brauchen nochmal... Nochmal ein bisschen Holz hier. So. Und dann machen wir uns eine Ersatzschaufel. Wir machen uns eine Ersatzaxt. Wir machen uns eine Ersatzspitzhacke. Wir machen uns ein Ersatzschwert. Huch. So. Wir machen uns noch eine Ersatzspitzhacke. Weil die Spitzhacke ist wirklich am wichtigsten. Den Rest packen wir wieder hier weg. So, das reicht eigentlich. Wir können noch 64 Tuffstein mitnehmen, damit wir wirklich genug haben, um uns hin und her zu bauen, wenn es bremslich wird. Aber ja, dann würde ich sagen, brechen wir in der nächsten Folge nach erfolgreicher Schatzsuche in dieser Folge. Sprechen wir in der nächsten Folge auf, um die Mine zu durchsuchen. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich bin gerade am Überlegen, was ich hier noch machen kann. Aber eigentlich... Warte mal, was für ein Fleisch habe ich dabei? Schweinefleisch. Ich könnte noch ein paar Schweine kurz abschlachten auf brutale Art und Weise. Aber das Ding... Wo geht's hier eigentlich hin? Sieht gar nicht so schlecht aus hier, vielleicht für den Anfang. Ah, es geht wieder in die Höhle runter, ne?
Du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht, ne? So war der Deal. Ne, andersrum. Ich guck dir nicht in die Augen und du siehst mich nicht. Okay. Gut. Ja, hier könnte man theoretisch schon hin. Mal gerade ein bisschen Kohle mit. Kann man noch ein paar Fackeln machen. Ich glaube, ich nehme noch ein paar Stöcke mit. Und ein bisschen Holz auch. Man sollte immer Holz dabei haben, bevor man in eine Höhle geht. Damit man zur Not... Wobei wir ja eigentlich ein Backpack haben, in dem eine Werkbank integriert ist. Das dürfte also eigentlich gar kein Problem werden. Gut, ich gehe nochmal zurück, dann schlafen wir noch eine Nacht und dann brechen wir in der nächsten Folge auf zur Höhle. Und ich wollte eigentlich noch Minecraft-Höhlenmusik mir runterladen, damit wir die dann anmachen können, damit es ein bisschen spannender wird. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge Let's Play Minecraft for Season. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen 14 Uhr wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.